Herzlich willkommen zu einem neuen Linksnet Talks. Wir haben heute uns ein Thema auf die Agenda genommen, was in Deutschland, aber auch darüber hinaus schon lange diskutiert wird, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Thema, was lange diskutiert wird, aber was es sozusagen trotzdem nicht so richtig in die Wahlprogramme der Parteien zu den anstehenden Bundestagswahlen geschafft hat, so als mit einem richtigen, ehrlichen Bekenntnis. Oft ist in den Diskussionen um das BGE sozusagen auch die Frage implementiert, ob man das jetzt nur nationalstaatlich einführt oder ob die Perspektive nicht größer sein soll. Und es gibt im Schlepptau dieser Frage seit geraumer Zeit eine europäische Bürgerinitiative zum BGE. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Ronald Plaschke. Ronald Plaschke ist, glaube ich, einer der wichtigsten Experten zum BGE in Deutschland und gehört auch zu den Initiatoren und Repräsentanten dieser Europäischen Bürgerinitiative. Ronald, genau, vielleicht zur Aufklärung, wie ist es dazu gekommen und was ist eigentlich so eine Europäische Bürgerinitiative? Das ist gar nicht so bekannt, das Instrument. Wie es dazu gekommen ist, ist relativ einfach. Es gibt seit über 40, 50 Jahren in Europa verschiedene Strömungen, Netzwerke, Bewegungen, also in den einzelnen Ländern, die sich mit dem Thema Grundeinkommen in ihrem Land beschäftigen. Also in Deutschland sowieso, in Österreich, in Italien, in Frankreich, in Spanien, in den skandinavischen Ländern und so weiter und so fort. Wir hatten 2013 schon mal eine europäische Bürgerinitiative durchgeführt, leider mit weniger Erfolg. Da hatten wir nur 300.000 Unterschriften. Dazu sage ich dann noch was. Und jetzt haben wir uns vor 3 Jahren zusammengesetzt, also Aktivistinnen aus den EU-Ländern, haben gesagt, Mensch, wir müssen uns jetzt mal wieder zusammenrappeln, wir müssen eine neue europäische Bürgerinitiative in Gang setzen. Was ist das eigentlich? Das ist eine Art Willensbekundung von Bürgerinnen und Bürgern aus der EU, die sagen, liebe EU-Kommission, liebes Europäisches Parlament, wir wollen 1 Million Unterschriften sammeln. Wenn wir die haben, dann müsst ihr euch damit mit dem Thema beschäftigen, nämlich mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in der EU. Ihr müsst dazu Stellung nehmen. Ihr müsst entscheiden, welche legislativen Akte, also welche gesetzlichen Akte ihr dazu erlassen könnt. Und das Schöne an so einer europäischen Bürgerinitiative ist natürlich, man hat viel Publicity. Man hat also öffentliche Aufmerksamkeit, sowohl in dem Land, wo man das betreibt, also in einzelnen Ländern, als auch auf der EU-Ebene. Mhm. Wann ist die EBI gestartet und wie viele Unterschriften braucht es und wie weit seid ihr? Das ist ja irgendwie, genau. Genau. Also wir haben begonnen am 25.09. mit der Unterschriftensammlung. Da gibt es noch einen Prozess vorher. Man muss das einreichen, dass das genehmigt wird. Das muss ja EU-vertragskonform sein. Der Inhalt, klar, muss auf EU-Ebene umsetzbar sein. Und wir haben bisher über 140.000 Unterschriften. Wir sind von der Länge her, normalerweise geht die ein Jahr, also bis September würde die jetzt gehen, aber sind wir verlängert worden. Das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Ist ganz klar. Man soll ja nicht nur einfach online Unterschriften sammeln und sagen, klick mal hier und unterschreibe und gut ist. Man will ja mit den Bürgern auch ins Gespräch kommen. Man will argumentieren, warum ist das Grundeinkommen gut? Was muss man dabei bedenken? Wie soll das unterschiedlich nationalstaatlich ausgeprägt sein in einzelnen Ländern? Ja, wir haben ja verschiedene Wohlfahrtssysteme, Sozialsysteme, ist ganz klar. Und das ging natürlich während der Corona-Pandemie nicht. Und deswegen sind wir jetzt verlängert worden. Also es geht bis 25.06.2022. Also wir haben jetzt faktisch noch 11 Monate Zeit, haben nur 140.000 Unterschriften EU-weit. Das hängt aber auch mit Corona zusammen. Also was mich da ein bisschen verwundert, ist wirklich in der Tat, es gibt viele Leute, die sagen, ja, interessiert mich, aber ich würde gerne noch drüber diskutieren. Also nicht einfach nur Klick machen, was auch gut und positiv ist. In Deutschland haben wir rund 45.000 Unterschriften. Das ist schon mal besser als bei der Europäischen Bürgerinitiative vor mehreren Jahren. Aber auch hier bedarf es größerer Anstrengung, ist ganz klar. Wir müssen jetzt aus dem Pushen kommen. Wir müssen natürlich auch mit den Menschen reden können und dass die Voraussetzung Corona muss soweit eingeschränkt sein, also zumindest die Einschränkungen müssen zurückgefahren werden, dass wir vor Ort auf den Straßen sein können, mit Leuten diskutieren können etc. Also das ist der Sachstand. Bei uns in Deutschland unterstützen übrigens so ein Kampagnenbündnis für die Europäische Bürgerinitiative über 30 Organisationen. Dabei ist natürlich auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen bei der Partei Die Linke, das ist ganz klar. Aber von Attac genug für alle bis zur katholischen Arbeitnehmerbewegung, bis zu kleineren Organisationen aus Bremen, aus Hamburg etc. sind bei uns in dem Bündnis mit drin. Und auf der EU-Ebene haben wir 25 Netzwerke in den einzelnen Ländern, also 25 EU-Länder sind dabei. Zypern und Polen fehlt noch, aber wir arbeiten daran, dass die auch mit im Bund sind.
Ja gut, das klingt gut. Vielleicht wirklich den Schritt, du hast gesagt, die Menschen wollen darüber diskutieren, was mich tatsächlich auch interessiert, was ich nicht weiß. Es gibt ja tatsächlich verschiedene Grundeinkommensmodelle. Ne? Man hat Neoliberale, du hast die Partei Die Linke, die Bundesarbeitsgemeinschaft angesprochen, die ein emanzipatorisches Grundeinkommen will. Hat sich dieses europäische Netzwerk auf ein konkretes Modell geeinigt oder gibt es sozusagen Eckpunkte, die dort manifestiert sind für das BGE in Europa? Also ein konkretes Modell nicht, aus dem einfachen Gründen, weil man über Finanzierung auf EU-Ebene natürlich noch unterschiedliche Ansätze hat und diskutieren muss, das ist ganz klar. Aber Eckpunkte, wir nennen das auch ein emanzipatorisches Grundeinkommen, also klassisch die vier Kriterien für ein Grundeinkommen, das individuell soll es zustehen, den Menschen ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Zwang zur Arbeit und Gegenleistung und in Existenz und Teilhabe sichernder Höhe. Und da haben wir eine ganz klare Ansage gemacht. Es gibt zu jeder europäischen Bürgerinitiative, also zur Forderung, liebe EU, führt das ein, wir unterstützen euch dabei. Eine klare Ansage, wie soll es ausgestaltet werden von der Höhe? Da sagen wir, es darf in keinem Land unter der Armutsrisikogrenze liegen. Das hieße zum Beispiel, für Deutschland müsste das Grundeinkommen, wenn es denn eingeführt werden würde auf europäischer Ebene oder in der ganzen EU, ca. 1.200 Euro betragen von der Höhe her. Also nichts da mit niedrigen oder partiellen Grundeinkommen. Es muss wirklich die Existenz und Teilhabe sichern. Das ist natürlich in Rumänien ganz anders. Ne? Da ist die Armutsrisikogrenze bei über 200 Euro. Das muss man wissen. Also wir haben vollkommen unterschiedliche Situationen in der EU, auch was die Höhen der Absicherung, die Mindestlöhne betrifft, also das soziale Niveau, aber auch was die Wohlfahrtssysteme betrifft. Und das macht es natürlich ein Stück weit auch schwierig in der Kommunikation. Wenn man sagt, in Deutschland führt man das so ein, 1.200, kann man drüber diskutieren, okay. Aber jetzt EU-weit in den verschiedenen Ländern, das ist wirklich ein heißes Eisen. Und deswegen finden wir das auch klasse, dass wir diskutieren, weil wir wollen ja ein soziales Europa, was eben mit Grundeinkommen ausgestaltet ist. Vielleicht noch eine Frage zu der europäischen Ebene und dann würde ich noch eine zu dem vielleicht auch den Bundestagswahlen und den Parteien in Deutschland stellen. Habt ihr Kontakte zu Europaabgeordneten? Gibt es überhaupt eine europäische Lobby sozusagen auch parlamentarisch für das Grundeinkommen? Also ist das sozusagen ein Thema bei euch? Also es gibt von verschiedenen Ländern verschiedene eher linksgerichtete, grün linksgerichtete Europaabgeordnete, die für das Grundeinkommen streiten. Sowohl also im spanischen Kontext, im italienischen, im portugiesischen, im französischen und natürlich auch im deutschen. Da gibt es auch mehrere Verfechterinnen, Verfechter des Grundeinkommens, die uns natürlich auch unterstützen. Die sagen, okay, wir posten das, wir schicken einen Tweet ab und so weiter und so fort. Das ist klar. Wo wir aber besonders guten Kontakt zur Seite haben, ist zu Helmut Scholz, Mitglied des Europäischen Parlaments, weil er hat zu dem Thema europäische Bürgerinitiativen gerade jüngst jetzt vor einigen Tagen, vor 10 Tagen, glaube ich, eine Entschließung durch das Europäische Parlament gebracht. Und zwar geht es darum, dieses Instrument, dieses Mitbeteiligungs-, Mitbestimmungsinstrument zu stärken. Man muss einfach wissen, wir haben eine Umfrage gemacht, wie bekannt ist eigentlich dieses Mitbestimmungsinstrument EBI, kurz gefasst für Europäische Bürgerinitiative. In Deutschland wissen 1,4% der Menschen, die befragt worden sind, nur, was eine Europäische Bürgerinitiative ist. Wir haben den schlechtesten Wert, in Portugal waren es mindestens 4,1%. Also das ist schon ein Stück mehr, aber das ist natürlich vollkommen unzureichend. Und Helmut Scholz hat in seiner Entschließung, die im Europäischen Parlament angenommen worden ist, auch ganz klar deutlich gesagt, wir brauchen eine Stärkung der partizipativen Demokratie, also von Bürgerinnen und Bürgern auf der EU-Ebene. Weil, und das ist auch eine Erfahrung bei uns in Deutschland, es gibt eine gewisse EU-Verdrossenheit. So nach der Devise, Brüssel ist weit und so weiter und bürokratisch und man kennt die Debatten. Wenn man aber weiß, dass ein Großteil der nationalen Gesetze mit EU bedingt sind oder im Rahmen der EU-Richtlinien mitstehen, kann man sowas nur als Unsinn weit von sich weisen. Aber die Menschen wissen ganz genau, parlamentarische Demokratie reicht nicht. Wir wollen ernst genommen werden, wir wollen mitdiskutieren, wir wollen auch mitentscheiden können. Und deswegen ist es auch so, was wir treiben, eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch sowas wie Demokratieförderung. Wir klären nämlich die Menschen erstmal auf, was eigentlich möglich ist an Mitbestimmungs- und partizipativen Instrumenten, weil viele wissen das gar nicht. Und da habe ich mal den schönen Satz gebracht, eigentlich bräuchten wir eine finanzielle und strukturelle Förderung für europäische Bürgerinitiativen. Ja, da geht es Stopp der Klimaveränderung. Es geht um das Recht auf ein gesundes Leben. Also es gibt verschiedene europäische Bürgerinitiativen, wir sind nicht die einzige. Und wenn sich Bürgerinnen und Bürger zusammensetzen, und ehrenamtlich, freiwillig etwas tun, braucht man auch ein bisschen Geld. Man muss eine Website erstellen, man muss Facebook betreuen, man braucht professionelle Unterstützung, Pressearbeit etc. Und das kostet viel Zeit.
Deswegen mein Satz, den ich mal geprägt habe, 1 Million für 1 Million. Das heißt schlicht und ergreifend, wir bräuchten für jede Stimme 1 Euro. Das wäre dann eine Art Wahlkampf-Kostenerstattung für europäische Bürgerinitiativen. Ja, wichtiger Punkt, den du ansprichst tatsächlich, ne? Weil auch grenzüberschreitend zu arbeiten und was zustande zu bringen und in Bewegung zu halten, braucht man auch einen langen Atem. Ja. Genau, vielleicht abschließend doch nochmal der Blick ins Nationale. Wir stehen vor den Bundestagswahlen. Du hast sicher oder ihr habt sicher auch oder die Zusammenhänge, in denen du aktiv bist, die Wahlprogramme der Parteien gesichtet. Was würdest du sagen, hat das Grundeinkommen sozusagen eine Chance, im nächsten Bundestag vielleicht eine größere Rolle zu spielen, als es jetzt gespielt hat in den letzten 4 Jahren? Also da zeige ich erstmal hier unseren Flyer nochmal, das für die Europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen ist klar. Auf der Rückseite sieht man dann, findet man unter www.ebi-grundeinkommen.de viele kleine Parteien mit ihrem Logo, die für das Grundeinkommen streiten. Also ob das nun die Humanisten sind, ob das die Piratenpartei ist, Demokratie in Bewegung, wie sie alle heißen. Also es gibt in Deutschland gefühlt 10 bis 15 kleinere Parteien, die auch an der Bundestagswahl teilnehmen, die in ihrem Programm definitiv das bedingungslose Grundeinkommen gemäß der 4 Kriterien, die ich vorhin genannt habe, drin haben. Mit den größeren Parteien, die jetzt im Bundestag vertreten sind, sieht es schwieriger aus. Also wir können sie mal durchgehen, die FDP ist natürlich strikt dagegen, die CDU natürlich auch strikt dagegen. Die hat sogar ins Wahlprogramm reingeschrieben, dass sie gegen das bedingungslose Grundeinkommen ist. Also wer für Grundeinkommen ist, kann definitiv die CDU nicht wählen, geht gar nicht. Bei den Grünen sieht das ein bisschen anders aus, die haben im Grundsatzprogramm wenigstens die Orientierung. Sie sagen, wir wollen unsere sozialen Systeme in Richtung Grundeinkommen orientieren, also Sanktionen abschaffen, die Bedürftigkeitsprüfung minimieren etc., ne? Und bei der Linken gibt es nun seit gefühlt 15 Jahren in der Debatte, wir diskutieren über das bedingungslose Grundeinkommen. Das finde ich klasse, weil man muss darüber diskutieren. Das ist ja eine Kulturrevolution, wenn man es einführen würde. Aber da haben nun einige Aktivisten gesagt, wir wollen schlicht und ergreifend, dass nun endlich in der Partei Die Linke auch mal darüber entschieden wird. Und das steht auch im Wahlprogramm mit drin. Nächstes Jahr wird es also Mitgliederentscheid geben. Zur SPD vielleicht noch ganz kurz gesagt, da gibt es ein Heuchen aufrechter, sage ich es mal einfach, die sagen, ja, wir wollen auch das SPD Grundeinkommen diskutieren, tut sich aber sehr, 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 sehr schwer. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen eine starke außerparlamentarische Bewegung, um Druck zu machen, auch auf die Parteien, das merken wir auch. Ne? Also, wir haben die guten Kontakte zu vielen Mitgliedern des Bundestags, zum Europäischen Parlament. Es gibt also viele Kräfte, die da hinter uns stehen. Es muss nur in der Partei, auch in der Partei Die Linke, eine Mehrheitsmeinung werden. Das wäre natürlich hervorragend. Und insofern denke ich auch, dass Die Linke starkes Interesse hat, diese EBI zu unterstützen, weil dort erfährt sie ja im Diskurs mit den Bürgerinnen quasi, was deren Wünsche und Sehnsüchte sind. Und diesen Diskurs zwischen außerparlamentarischer Bewegung und Partei zu führen, ich glaube, besser kann es gar nicht gehen. Wir brauchen eine Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie. Alles klar. Vielen Dank für diese Einblicke. Und es gibt eine Website und man kann sich auch beteiligen noch am Unterschriften sammeln, vermute ich, ne? Aber sowas von, also alle sind herzlich willkommen. Auf der Website findet man E-Mail-Adressen. Die Website lautet www.ebi-grundeinkommen.de. EBI steht für Europäische Bürgerinitiative. Herzlich willkommen, wer mittun will, wer mitorganisieren will. Wir brauchen viel Unterstützung, ist ganz klar, ist bürgerschaftliches Engagement. Und bitte, bitte unterzeichnet doch mal und sagt das eurer Nachbarin weiter oder euren Kolleginnen oder euren Freundinnen. Ist eine gute Sache. Ist ja für die eigene Zukunft, für die Zukunft der Kinder gut gedacht. Alles klar. Danke, Ronald Plaschke.